Fährmannstraße 20. Vielleicht erzählst du uns erstmal ganz kurz, wie lange du schon wohnst, wie viel ihr seid, wie groß eure Wohnung ist und so weiter. Hallo. Also wir wohnen seit 6 Jahren hier. Ich habe 4 Zimmer, 90 Quadratmeter und angeboten habe ich 2 Wohnungen bekommen. Okay, und war das auch so, dass ihr euch innerhalb von wenigen Tagen dafür entscheiden musstet oder nicht entscheiden musstet? Oder wie lief dieses Prozedere des Angebots ab? Na, die eine sollte ich mich sofort entscheiden, nach und angucken. Okay, das musste also ganz schnell gehen. Also ihr wurdet also auch wirklich unter Druck gesetzt, ja? Ja, wir hatten auch eine Maklerin, die gar keine Ahnung hatte. Okay, und kannst du noch mal sagen, wie groß eure Wohnung ist, wie viel Miete ihr zahlt? Wir haben 4 Zimmer, 90 Quadratmeter, wir zahlen 780 warm. Okay, und wie sieht jetzt in der Situation jetzt aus? Habt ihr jetzt schon eine Wohnung oder nicht? Nein. Und wann ist die Kündigung? Bis wann dürft ihr hier noch wohnen? Bis 30.06. Gut, und kannst du einfach sagen, wie fühlt ihr euch da? Einfach, ihr werdet jetzt hier rausgeschmissen und ohne Perspektive, ohne Wohnung? Ja, nicht gut. Was soll man dazu sagen? Ja, und was sind jetzt eure weiteren Schritte irgendwie? Habt ihr auch vielleicht vor, irgendwie davor zu gehen oder versucht ihr alles zu schlucken oder wie geht's euch damit? Na, vorgehen bringt wahrscheinlich nicht viel. Okay, ja, dann können wir eigentlich euch trotzdem nur viel Glück wünschen, irgendwie, dass ihr irgendwie noch was findet. Das ist also wahrscheinlich so ein symptomatischer Fall. Entschädigung wurde vermutlich euch auch nicht angeboten oder was wurde euch angeboten an Geld für Umzug und so weiter? Ja, die Pauschale. Nur die Pauschale. Wie hoch ist die ungefähr in eurer Wohnung? 1200. Okay. Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Hanna, dass du dich hier sagen gewagt hast, das mal vorzustellen. Du möchtest mich auch noch was fragen, oder? Ja? Wenn ich dich noch was fragen darf, wie wäre denn das, wenn wir versuchen, dich so zu unterstützen, dass du entweder hier bleiben kannst, ich meine, wir wissen, wie schwer und wie wenig wir sind, aber es trotzdem zu versuchen, oder hast du Zweifel, oder wie könnten wir dich unterstützen vielleicht so? Also ich glaube, bleiben bringt nichts mehr. Ich glaube, das ist beschlossene Sache und die werden es tun und die werden die Leute einfach rausekeln. Gut, wenn wir eine Idee haben, dass wir das vielleicht anders hinkriegen würden, wärst du bei? Wollen wir es versuchen? Ja. Ja? Ja. Gut, weil man sollte jetzt nicht in so eine Ohnmacht gehen, auch wenn alles immer relativ schwierig aussieht, muss man sich trotzdem gegenseitig unterstützen und vielleicht finden wir noch ein paar Ideen. Ja.